Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Wir haben beim letzten Mal ein bisschen mit der Bevölkerung geredet und die haben uns beglückwünscht für unseren Ritterschlag. Man sieht den kleinen Orden noch auf der Brust. Und ja, wir sollen noch ein bisschen Sachen machen und Dinge tun. Und das eins davon ist aufräumen. Das machen wir doch mal. Aha, hier haben wir noch was. Können wir das so nicht lassen. Na, komm. Ach ja, wir haben gesehen, dass unser guter Adam sich in einen Stein verwandelt hat. Sieht auch ganz witzig aus. Müsste da lang. Ah, direkt nochmal. Oh, kannst du sagen, sogar zwei. Wow, ich bin begeistert. So, das war das. Aber noch mehr? Ja, das letzte wahrscheinlich. Spur der Verwüstung, perfekt. Dann gehen wir die noch mal direkt ab. Fragt er einfach seinen Vorgesetzten, den höchsten quasi, ja nicht ganz, der König ist noch drüber, aber aufräumen kann, unglaublich. Oh, die Aufräumarbeiten sind erledigt. Ja, vielen, vielen Dank. Nun müssen wir nur die Gärten wieder herrichten. Dann erstrahlt unsere Stadt wie je und je. Ich kümmere mich um Material und Arbeiter. Könnt ihr in den Gärten Bescheid sagen, dass es losgeht? Der Gärtner heißt Dot Bry. Er sollte schon darauf warten, dass endlich seine Gärten an der Reihe sind. Okay. Gärten, Bry. Wo bist du? Da. Verzeihung, bist du Bry? Nit hat uns geschickt, um dir Bescheid zu sagen, dass die Gärten aufgeräumt werden. Ich bin gerade nicht im Dienst. Könnt ihr wann anders wiederkommen? Alles in Ordnung mit euch? Ja, ganz und gar nicht. Nichts ist in Ordnung. Und dann ist nur mein Nichtsnutz von einem Sohn schuld. Der schafft es ja nicht mal, den Sand zu bringen, den wir hier dringend brauchen. Die alter Faulpelz. Dein Sohn ist also unterwegs, um Sand zu beschaffen? Genau. Und zwar nicht irgendwelchen, sondern den von den Harad-Hügeln. Ich habe ihm eingeschärft, bloß vorsichtig zu sein. Aber wer weiß, was der Trottel treibt. Der ist ja nett zu seinem Sohn. Oder wie er über seinen Sohn redet. Vielleicht ist er doch ganz nett zu seinem Sohn selbst. Vielleicht gibt es noch einen anderen Grund, warum er noch nicht zurück ist. Wir könnten uns nach ihm umsehen. Hast du eine Idee, wo wir anfangen können? Wenn ich das wüsste, würde ich selber gehen und ihm die Ohren langziehen. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er sich im Wald bei den Harad-Hügeln verlaufen hat. Warte mal, hier gibt es so einen großen Wald, dass man sich drin verläuft? Verläuft? Hm. Das bezweifle ich. Wenn ihr ihn seht, dann bringt ihn bitte zu mir. Am besten mit dem Sand, sonst können wir hier nicht anfangen. Ja, können wir ihn. Er hat dämonische Haare. Habt ihr das gesehen? Da, wie so kleine Teufelshörner. Der ist doch nicht ganz normal, der Typ. Na gut. Bringen wir ihm seinen Sand und zertrampeln hier den Sand. Wahaha. Warte mal, wir haben gerne. Nicht mal Fußspuren? Doch. Ganz leicht, ne? Ja, ganz leicht. Wow. Na gut. Wieso können wir das hier nicht wegräumen? Man gebe ihm eine Schaufel. Und vielleicht ein Netz. So. Haben wir das schon mal auch fertig? Na, noch nicht ganz fertig, aber so, dass wir jetzt alle Aufgaben hier draußen haben. Wo genau sind die Harad-Hügel nochmal gewesen? Ich weiß nicht, wir werden aber bestimmt dran vorbeilaufen. Weil wir haben hier vorne eh noch ein bisschen was zu tun. Und da wird das schon alles zusammenpassen. So.
So, und das Goldene nehmen wir auch mit. So. Was ist hier? Müll sammeln. Da ist der Müll. Dann räumen wir das mal krass mal auf. Hier machst du also Spaziergänge. Na ja, gut, kann man machen. Was soll das überhaupt darstellen? Haben wir irgendwelche Säcke mit? Was da drinne? Aha, Dosen. Flaschen. Okay. Und das da noch. Die vier Dinge hätte aber auch noch mal. Na, wobei, die alte Frau das noch tragen, ich weiß nicht. Mit Verschmutzung, alles klar. Kann ich euch einen Augenblick sprechen? Was hast du auf dem Herzen, Jin? Findet ihr nicht auch, dass hier etwas Merkwürdiges vor sich geht? Der Wald mag nahe der Straße liegen, aber selbst dafür ist das doch zu viel Müll, oder? Vielleicht wurden Wanderer von Monstern angegriffen und mussten ihr Zeug zurücklassen? Das halte ich für unwahrscheinlich. Die Torwächter hätten das sicher bemerkt. Aber warum sollte jemand den langen Weg hierher auf sich nehmen, nur um das sein Zeug wegzuwerfen? Wer immer es war, hatte möglicherweise gar keinen triftigen Grund dafür. Was meinst du? Ich meine, dass er es sich schlicht um etwas weggeworfen hat. Das Wegwerfens Willen weggeworfen hat, oh Mann. Tut mir leid, da komme ich nicht mit. Er verweist auf die Möglichkeit, dass jemand einfach nur einen Streich spielen wollte. Ein Streich? Aber wer macht denn sowas? Es scheint, wir benötigen mehr Indizien, wenn wir den Missetäter überführen wollen. Ja. Was zum? Schaut. Das ist ja noch mehr als vorher. Damit steht es fest. Jemand macht das mit Absicht. Als erstes sollten wir mal den restlichen Müll aufheben. Na gut. Unglaublich. Und das ohne, dass wir es mitkriegen. Jin, du hast sogar an uns vorbeigeguckt, theoretisch. Also jedenfalls in die Richtung. Da hättest du dir das auffallen müssen. Mann, wie blind bist du denn? So, da ist nichts mehr. Da ist noch ein bisschen. Warte mal, können wir jetzt nochmal Gold sammeln? Ja, können wir. Perfekt. So, und das auch noch. Mal gucken, ob wir jemanden erwischen, der es da wieder hinschmeißt. Oder eher hinstellt. Hm, Geschäft. Das sollte es alles gewesen sein. Hm? Wer ist der? Oho. Freunde haben uns fein aufgespürt. Ach, die Typen. Nee, doch. Seid ihr diejenigen, die den Müll in den Wald geworfen haben? Ist richtig. Freunde sind ja ganz schön getrieft. Wir haben sogar alle Fallen von 4 Muskelpannen entschärfen können. Aber hier ist das Ende von Pfannenstange. Oh, hast du 1000% sicher, dass Freunde versagen werden? 4 Muskelpannen? Nie gehört. Hehehe. Flauscheärchen gespitzt. Zeit für große Vorstellungsrunde, aber nur ein zügliches Mal. Ruhu. Was? Katschatscha. Jokoko. Komimi. Nicht von gleichem Blut, aber haben gleiches Ziel. Machen alles zusammen auf Arbeit. Mampf und Spiel. Unter gleichem Stern geboren. Haben folgenden Namen auserkoren. 4 Muskelpannen. Noponische 9. Minus 5. Wow. Jokuku und Freunde. Nun genau.
Hier sagt alle was anderes. Nun, gestern vereinbart, dass Name Loponische 9-5 sein soll. Klingt aber doof. Und 9-5? Rechner macht Köpfchen Aua. Was falsch an 4 Muskelbahn? Nunu, warum so viele dumme Namen? Jokuku und Freunde ist einzigliche und beste Möglichkeit. Entschuldigung, ihr, wie auch immer ihr euch jetzt nennt. Könnt ihr mal kurz reden? Nunu? Warum genau werft ihr Müll? Warum werft ihr überall auch Müll hin? Denn eine freundliche alte Dame hat uns gebeten, ihn aufzuheben, damit sie hier spazieren gehen kann. Also könnt ihr bitte das aufhören, woanders und woanders spielen? Nun, Oma, Opa, wütend auf Muskelpan? Oma? Ihr kennt sie? Entschuldigung. Sind in Zukunft wieder ganz brav, nun? Oh, na gut. Schön, dass ihr es einseht. Das war überraschend leicht. Nix da! Freunde dachten, Muskelpan ergeben einfach. Falsch gedacht. Hopp, jetzt zurückziehen, bald wiederkommen. Großer Bruder, weiß immer Bescheid. Erfolgreiche Flucht ist auch Art von Sieg. Echt? Eigentlich nicht. Hey, diese kleinen Krüten. Ist schon gut, lassen wir sie fürs Erste entkommen. Jetzt sind sie uns ja bekannt. Daher müssen wir sie nur identifizieren. Einen nach dem anderen, um die Angelegenheit zu wenden. Sie scheinen nach Augustus zurückgerannt zu sein. Gut, dann schnappen wir sie uns nacheinander, wie Hugo gesagt hat. Und wir sollten Ofa Bescheid geben. Okay, jagen wir die kleinen Zwerge. Ich dachte, ich könnte ein bisschen die ganzen Sachen hier verbinden, aber... ihre Wanderroute war doch ein bisschen nah an der Stadt. Okay. Einer spielt sich nach rechts auf, machen wir den zuerst. Nee, ich glaube, der ist da hinten. Aha. Ja, Freunde? Willkommen, Freunde. Wie kann... Nun? Oh nein, Komimis Spiel ist zu Ende. Ist ja lieblich, dass du so fleißig arbeitest. Aber es gibt Sachen, die sind wichtiger. Du solltest dich bei deinen Damen entschuldigen. So, gut, haben wir den ersten. Einer ist noch auf dieser Ebene. Den holen wir uns auch zuerst und dann gehen wir zu den beiden, die weiter oben sind. Ich hoffe, die springen nicht auf den Dächern rum. Oh, hoffentlich nicht. So, hier irgendwo. Hier? Tatsache, versteckt sich hier. Hi. Nun, Ruhe gefunden? Brüder Pon, verzeiht. Bitte Rufus Andenken in Ehren halten. Gruß. Na komm, du klingst, als wärst du einer von den Guten. Na, Verbrechen bleibt Verbrechen. Also tu nichts unschuldig. Will irgendwo hinzuwerfen? Ist sowas von uncool. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier rüber nach drinnen, weil das einzige Weg nach oben ist, ohne durch die ganze Stadt zu laufen. Ich denke, wir sind ja auch dann richtig. Dann können wir der Oma auch gleich Bescheid geben. Sollte dann ja nicht so weit weg sein. So, 90 Meter. Schaffen wir. Wow. Noch höher? Oh ne, dann machen wir erst den anderen. Der versteckt sich doch da vorne, oder? Aha. Da ist er. Katschatscha, gefunden worden? Ist gut, komm friedlich mit. Kann Katschatscha in den Topf kochen und Spieß knusprig rösten? Katschatscha klang, klack nicht. So was will man nie tun. Ja, Freund, nur, dass du dich für deine Taten entschuldigst. Das wirst du doch tun, oder? Bestimmt wird er das.
So, nehmen wir das noch schnell mit. Und der andere ist irgendwo nach oben gelaufen. Ah, nee. Aus dem Kokokokoto. Oder wie auch immer du hieß. Schneller, aber schneller. So, wo ist der Kleine? Oh, hi. Die haben wir noch nicht geredet. Es mag wieder Ruhe und Ordnung herrschen, aber am Tag des Angriffs ging es hier zu wie in einem Albtraum. Nur mit Mühe und Not kam ich davon und konnte zu den Hauptstreitkräften laufen, um vom Angriff zu brechen. Jetzt weiß ich, warum nur die Elite zum Wachturmdienst ausgewählt wird. So ein Turm wird ja als erstes angegriffen. Sorry. Ja, an einem Gegenangriff ist da kaum zu denken. Man hat alle Hände voll damit zu tun, überhaupt zu überleben. Das ist deutlich schwieriger, als das Tor zu bewachen. Das kann ich euch sagen. Das klang vielleicht angeberisch, aber tatsächlich macht es bescheiden. Aha. Ich habe mich wohl etwas übernommen. Vielleicht bin ich doch noch nicht so weit. Kein Wunder, dass mein Bruder mich noch wie ein Kind behandelt. Ach, der war das, ups. Ach Mist. Ich wünschte, ich hätte etwas mehr Zeit für eine ordentliche Ausbildung gehabt. Tja, jetzt bist du einfach hier. Hi. Nunu. Dachte, das hier sei sicherster Ort, an dem Freunde selbst in Millionen Jahren Yokoku nicht finden würden. Ja, jetzt hast du dich versteckt. Jetzt hör auf mit dem Quatsch und entschuldige dich bei der alten Dame. Das war doch der friedlichste von denen. Also von den Vieren. Ups. Nein. Ah. Einfach mal fallen lassen. Ah, da sind sie auch schon. Ja, gut, Güte. Also seid ihr kleinen Racker an der Sache mit dem Müll schuld. Hm? Als ich noch im Laden gearbeitet habe, wart ihr doch immer so brav. Wir haben uns immer so schön unterhalten. Seht ihr? Ihr hättet euch gar nicht verstecken müssen. Sie wird sich ja keine Reißzähne wachsen lassen und euch auffressen. Hm, vielleicht hat sie schon welche. Reißzähne? Auffressen? Alte Frau Ofer kann das? Nicht Katschatscha fressen, ein Stück voller Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. Komemi viel zu zäh, ganz ungesund für alte, arme alte Reißzähne. Ich hab doch gerade gesagt, dass sie euch nicht auffrisst. Bitte beruhigt euch alle zusammen. Kann es sein, dass ihr einen guten Grund für eure Taten hättet? Ihr habt den Müll wahrscheinlich nur an den Tag hinausgeworfen, an den Frau Ofer spazieren ging, nicht wahr? Wie? Echt jetzt? Haben einsam gefühlt. Katschatscha, Futterluke zu. Alte Dame war immer so lieb, wenn Yokoku und Freunde den Laden besuchen. Gespräch immer so herzensfreundlich. War supi, schöne Zeit für Muskelbon. Haben alles getan, um jeden Tag besuchen zu können. Aber dann alles anders geworden. Sie hat einfach aufgehört zu arbeiten. Seit Verlassen vom Laden sah arme Ofa immer so einsam und alleinig aus. Ist immer tap-tap in den Wald gegangen, über Augen zum Himmel. Gab nur einzige Möglichkeit für Muskelbahn. Ihr wollt ihr Gesellschaft leisten? Es war echt peinlich, das offen zu zeigen. Und deshalb habt ihr Diese Streiche gespielt. Nein, falsch ist falsch. Falscher als falsch. Wir wollten garstig zu ihr sein. Leben schwer machen, jawohl. Ja klar, sicher doch. Nun, ich denke, jetzt verstehe ich. Oh, ihr lieben Dummerchen. Ich weiß eure Sorge zu schätzen, aber ihr habt das Wichtigste übersehen. Nun, ausgerechnet scharfsinnige vier Muskeln haben Wichtiges übersehen. Ich gehe im Wald spazieren, weil ich die Ruhe genieße. Ich war allein, ja, aber niemals einsam.
Nicht einsam? Dann wirft Roro keinen Müll mehr hin. Plan war vielleicht von Anfang an ganz fehlerhaft. Fehler. Ab sofort suchen wir Muskelpon neue heldenhaftige Missionen. Werden Köpfchen anstrengen müssen, aber werden Besonderhaftigkeit finden, die nur Muskelpon verbringen können. Und dann? Also ist keine Versprechung, aber kommen vielleicht von Zeit zu Zeit vorbei für Hallo sagen. Wirklich? Nun, ich würde mich sehr freuen, euch alle wiederzusehen. Juhu, Katschatscha ist so froh. Ist schwierig für Bruder Ro, ehrliche Wahrheit zu sagen. Meint er aber niemals böse? Nun, glückliches Ende für alle. Dreifaches Hurra für vier Muskelbahnen. Hey, Futterlocken zu, allesamt. Ihr habt für mich, alte Frau, so viel durchgemacht. Jetzt kann ich meine Spaziergänge mit einer Sorge weniger genießen. Herzlichen Dank, wirklich. Keine Ursache, gute Dame. Und Jungs, ab sofort benehmt ihr euch. Ist das klar? Klar. Besonders die. Thanks. Gut. Oh nein, nein. Aber mit dem müsst ihr noch reden. Dann haben wir noch mehr. Das ist auch nochmal. Oh mein Gott. Das wird einfach nicht weniger. Ah ne, gar nicht. Wir haben ja schon ein paar angenommen. So war das. Stimmt. Good enough for you? Ja, Laura, ich gratuliere euch zum Ritterschlag. Wenn nun auch noch Prinz Adam den Thron besteigt, ist Dorn in besten Händen. Ich bete, dass ihr beide stets versorgt, dass wir sicher und glücklich sind. Schlüssel Erfolg 5. Aha. Na dann, Charakter, Jin. Aber du warst das nicht? Oh, Ijian war das, ups. So, sonst haben wir nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier erstmal wieder den Part. Und machen dann erstmal die anderen Aufgaben noch fertig und gucken mal, ob wir... Ich glaube, wir müssen noch nach Torigos, ne? Naja, gut. Werden wir sehen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.